Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier mit Fidicado auf Fidicados World. Heute mit Color Firebox, ein Plugin. Ja, es ist ja in 2 Wochen ist ja schon Weihnachten und danach folgt ja das nächste Silvester. Und in Silvester wollen wir ja alle ein schönes Feuerwerk haben. Nicht nur in Real, sondern auch in Minecraft. Und deswegen habe ich euch jetzt dieses Plugin rausgesucht, dass ich euch zeige, wie man es installiert, wie man die Permissions, welche man braucht und was man im Ingame macht. Diesmal mache ich so, dass ich euch erst das Ingame zeige und danach die Installation. Also wenn ihr schon wisst, wie man es installiert, dann braucht ihr nämlich, oder die Konfiguration, dann könnt ihr gleich euch das Ingame ansehen und dann braucht ihr nicht warten, bis ich die Konfiguration. Und der Rest, der kann sich dann am Ende nochmal die Konfiguration anschauen, der dann damit er weiß, wie er es installiert. So, gleich nach dem Intro geht's weiter. Hallo Leute, wir sind im Ingame und ich falle gerade in ein Loch. So. Und wir wollen uns jetzt das Firebox, das Ganze hier innen drin sehen. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein paar Schilder gemacht, ein paar Sachen ausprobiert und das Ganze werden wir uns jetzt genauer ansehen. So, zunächst mal brauchen wir ein bisschen bunte Wolle und die holen wir uns jetzt einfach bei den Blöcken hier. Es gibt, probieren wir einfach jede Wolle, die wir haben. Weiße Wolle, so, orangene Wolle, so. Magenta, Light Blue, Yellow, Rosa, Gray und Cyan. So, wir brauchen uns einfach aus, das sind die verschiedenen Wollfarben. Die stellen wir uns jetzt einfach mal hier hin. Und ein Baum ist schlecht, dann brennt der Baum. Machen wir es hier hin, genau. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein. So, um das Ganze zu aktivieren, brauchen wir eine Feder. Jetzt habe ich die Feder natürlich weggetan. Mal gucken, ob ich die jetzt hier finde. Nee. Tools hier. So, gut. Wir haben ja in der Konfiguration eingestellt, dass es per Feder passiert. Und jetzt schauen wir uns das Ganze im Himmel an. Ich bin jetzt unlimited, das heißt, bei mir verschwinden die Blöcke nicht. Für die Personen, die bei denen das Permission nicht unlimited ist, da verschwinden die Feuerwerkskörper, nachdem sie explodiert sind. So, dann schauen wir mal an, was der Weise uns bringt. Was sind das? Ah, Knochenmehl, so wie es aussah. Orange. Bringt uns Glas, das ist so richtig. Zwei Explosionen, auch nicht so schlecht. Okay, dann. Nein, ich stomme das Falsche. So, ist okay. Ui, Farbentropfen. Blau. Blaue Farbe droppt. Schön. Gelb. Schön. Das ist doch ein Feuerwerk. Feuerwerk. Und hellblau. Na, das sieht doch super aus. So, okay. Natürlich kann man das Ganze, machen wir mal Time Day. Was ist das? Hoho, du hast deinen Tisch noch nicht geöffnet. Stimmt, habe ich auch noch nicht. So, das Ganze kann man auch mit Schildern machen. Wie das hier aussieht, seht ihr hier. Firewalk, es gibt verschiedene Arten. Welche Arten es gibt, ist ganz einfach festzustellen. Ihr nehmt ein Schild in die Hand, Ein paar, die ich euch sage, die werdet ihr jetzt in der Hilfe nicht sehen, aber viele findet ihr so am besten. So, ihr macht einfach hier so ein Schild hin, zweite Zeile Firewalk und dritte Zeile dann Help, auch in gängigen Klammern und dann kriegt ihr die Hilfe White, Orange, Magenta, das sind die ganzen Farben, die ihr eingeben könnt. Und das ist auch das, was dann dabei rauskommt. Das gleiche wie hier bei den Woll-Dingern, droppt das dann auch. Dann gibt es halt noch Pumpkin und Snowblock. Und wie ihr hier seht, haben wir noch Pumpkin. Es gibt noch Experience zusätzlich zu dem, was da stand. Und da hinten habe ich noch eins. Unsere eigene erstellte Firewalk. Also Custom 1, wenn ihr nur Firewalk 1 habt, wie jetzt in der Config ihr gesehen habt. Wenn ihr gesehen habt, gesehen sehen werdet.
Geht es auch mit Custom 2 etc., je nachdem wie viele ihr eingestellt habt. Und das ist unsere Drop Party. Okay. So, dann schauen wir uns mal das Ganze hier an. Fangen wir erstmal mit dem ersten Schild an. Da habe ich jetzt einfach Experience gemacht. Dann klicken wir hier einfach drauf. Dann geht das hoch und es droppt dann Experience Bällchen. Dann haben wir hier Pumpkin. Dann kommt halt das alles eingestellt, was in Pumpkin eingestellt ist. Sogar die Tiere, wie ihr seht. Dann haben wir hier das normale White, habt ihr ja hier gesehen. Das gleiche passiert, wenn ich hier drauf klicke. Dann droppt weiße Knochenmehl und so weiter. Interessant ist, man kann das auch als Falle einstellen. Hier habe ich jetzt eine Falle eingebaut. Wenn hier einer drüber läuft, dann passiert gar nichts. Ach so. Wieso ist das jetzt so eingestellt? Verstehe ich jetzt nicht. Ach, Kacke. Ja, das ist ein Fail. Warum das jetzt so ist, dann mache ich was Redstone. Weiß kein Mensch, warum die aktiviert ist, die Falle. Machen wir mal aus. Ja. Ach, weil das Zeug hier drauf liegt. Also ich kann es halt weg aufheben. Wieso kann ich das halt aufheben? Naja, auf jeden Fall, ihr seht, dass wir, wenn hier einer halt doch vorbeilaufen will, ohne dieses Zeug hier anwerden, das. Weg damit. So kann ich das nicht aufheben. Naja, okay. Mir fällt gerade der Befehl von Ascendant nicht ein, mit dem ich das alles wegmache. Tja, egal. Auf jeden Fall ist das eine Falle, wenn man hier drüber läuft, entsteht halt auch so ein Firewalk und dann kann man sehen, dass einer da drüber gelaufen ist. Das nächste ist hier dieser eigene entwickelte Firewalk. Da, wenn ich hier drauf drücke, kommt das raus. Ihr seht hier 1, in der Config war auch 1 eingestellt, das sind die Steinblöcke und zusätzlich zu den Steinblöcken ist auch dieses Schwein. So, dann haben wir unsere Drop Party. Ein Drop-Party-Schild wird ganz einfach erstellt. Wir machen gerade einfach mal eins daneben. So. Mal gucken, ob das überhaupt geht so. 2 Schilder auf einmal, glaube ich nicht, aber wir werden schlauer, wenn wir es probieren. Ein Schild wäre jetzt nicht schlecht. Ja. Danke für Schild. So. So, und jetzt machen wir hier. Erste Zeile auf jeden Fall, da gibt es verschiedene Arten. Wenn ihr A heißt mehrfach Drops, also man kann das Schild immer weiter wiederverwenden. Und das O, ja, O für einmalige Verwendung, dann wird das Schild halt einmal einmalig verwendet. So, wir nehmen jetzt A und dann der zweite Buchstabe ist, ob die Items, die droppen, versteckt sein sollen oder ob man sieht, was droppt. Ich glaube, V war sehen und H wie Hide war verstecken. Bin mir aber nicht sicher, ob die Reihenfolge so stimmt. Wir machen mal V, damit man sieht. Und dann unten drunter kommt DP für Drop Party. Auch in eckigen Klammern. Und dann entsteht ein Schild hier. Ihr seht Drop Party Schild und in 6 Sekunden geht es los. Inzwischen mache ich mal die Musik mal aus. So. Gut, ja, jetzt müssen wir einfach nur warten, das können wir ja eigentlich abbauen, das gilt nicht. Was? So. Egal. Ah. So, ja, und wie gesagt, man kann auch da Sachen reinmachen ins Schild, dafür muss man 8 Items von einer Sache in der Hand haben. Nehmen wir mal Lapis Lazuli Blöcke. So, 8 Stück brauche ich, so. Das ist halt auch eine Permission, das kann auch nicht jeder. So, jetzt. Na. Oh, Linksklick kann ich einzeln reinblöcken und Rechtsklick mache ich 8. Aber jetzt macht er gar nichts davon. Oben drüber? Ah, oben drüber, okay. Ja, okay. Also Linksklick mache ich einzeln. So. Ah, Scheiße, Windkleister. Jetzt habe ich es abgebaut. Fail. Jetzt muss ich erstmal Color Firewalks Reload machen, weil das ist ein Fehler dann. So, das Schild nochmal machen. So, eine Kacke echt. So, dann machen wir wieder AV und DP. Ach, müssen wir wieder ein paar Sekunden machen.
Das ist Creative Mode. Wenn man Creative Mode hat, sollte man das nicht machen. So. Ganz vorsichtig jetzt mal ein paar Sachen reinschmeißen. So. So. Und Redstone. So, und jetzt warten wir einfach die 45 Sekunden ab. Und dann schauen wir mal, was dann alles droppt. Inzwischen heben wir mal die Sachen hier auf. Oh, shit. Ah ja, ich habe das Ding getroppt. Dann ist die Falle natürlich deaktiviert. Hier könnt ihr jetzt sehen, wenn hier einer vorbeiläuft. Dumm-di-dumm-di-dumm. Aktiviert er die Falle und dann ertönt eine Explosion. Und Items droppen. Ganz nett gemacht. So, noch 3 Sekunden. Dann geht's hier damit los. Das kann ich jetzt auch nochmal reintun. So. Noch 10 Sekunden, dann geht's los. Unser Feuerwerk. Juhu! Und was droppt alles? Ja, da hinten. Na gut. Das ist alles getroppt irgendwie. Ich finde nie, wo die Sachen sind. Die sind immer so weit verteilt. Ah ja, hier hinten sind die auch noch verteilt. Okay, die sind sehr, sehr weit verteilt. Aber ganz nett. Okay. Na, da hinten ist ja noch... Ja, genau, das sind auch die ganzen Blöcke, die ich reinstelle. Also man muss schon die Sachen suchen. Kann man eigentlich auch zu Ostern gebrauchen, wenn man da Ostereier reinsetzt. Und die werden dann rundherum geworfen. Dann kann man das sehr cool gebrauchen. So, nicht nur zu Silvester. Ja, ich glaube, das war alles, was ich erklären konnte. Es gibt natürlich noch andere Farbenwolle, da könnt ihr alle durchprobieren. Ja, ich hoffe, das Plugin gefällt euch und ja, schaut euch jetzt noch die Konfiguration an und die Installation und ich wünsche euch da auch jetzt schon viel Erfolg damit. So, die Installation ist ganz einfach. Wir laden jetzt hier auf devbar.org die Datei runter. Die ist zwar für 1.4.2, funktioniert aber auch mit der 1.4.5. Aus diesem Grund nenne ich auch das Video 1.4.5, weil es ja funktioniert. Wir laden uns hier die Datei runter, einfach draufklicken, dann kommt die zweite Seite und hier könnt ihr die Jar runterladen und diese ladet ihr euch hoch auf den Server, je nachdem, wie ihr es machen wollt, einmal per FileZilla FTP-Programm. Ihr könnt auch jedes andere FTP-Programm nutzen, das ihr kennt. Oder ihr nutzt den bei Nitralos Web-Interface einfach... Schauen wir uns das einfach mal an. Ich hoffe, es ist noch da. So, hier das Web-Interface. Da geht ihr einfach ganz runter zu File-Browser. Geht in euer Minecraft-Bucket rein, dann in den Ordner Plugins. Und dort könnt ihr dann den Upload hier Datei auswählen und Upload klicken. Und dann wird eure Plugin dort hochgeladen. So, danach starten wir einfach den Server neu. Und es entsteht ein Ordner namens Adventskalender, genau. Color Fireworks. Da drin befinden sich 4 Dateien: Config JML, Custom Fireworks JML, Drop Party und Economy JML. Das sind Dateien, die man bearbeiten kann. Und die müssen wir uns jetzt leider einzeln anschauen, damit ihr wisst, was ihr da überhaupt machen könnt. So, ansehen, bearbeiten. Ich habe mein FileZilla mit Notepad++ verbunden. Das könnt ihr auch, indem ihr einfach mein anderes Tutorial einfach in meinem Kanal danach suchen, nach FileZilla und ihr findet es schon und dann zeige ich euch, wie man das verbindet und ihr ganz leicht editiert. So, das ist jetzt mein Notepad++ und wenn ihr das über Nitrado macht und über das Webinterface, dann geht ihr auch wieder in File-Browser unten rein. So, dann geht ihr in euren Plugins-Ordner rein und dann müsst ihr es drinstehen, noch, bei mir ist er noch am starten. Sobald der Server fertig ist, zeige ich euch, wie es hier drüber geht. In der Zwischenzeit schauen wir uns das nochmal auf Notepad++ an. So, das ist die Konfiguration. In der ersten Zeile haben wir hier das Item, das wir nutzen können, um die Raketen in die Luft schießen zu können. Das funktioniert übrigens mit Wolle. Wolle wird hingesetzt und dann mit diesem Item, das momentan eine Feder darstellt, angeklickt und das fliegt dann in die Luft und dann habt ihr euer Firewall. So, Damage Blocks ist, ob halt die Blocks Damage machen, das ist, da es ja um TNT-Blöcke handelt, kann es schon passieren, dass ihr eure Welt kaputt macht damit. Deswegen ist es am besten, wenn ihr das auf jeden Fall erstmal auf False einstellt. Muss nicht unbedingt passieren, aber wenn es passiert, dann ist es katastrophal. Deswegen mach's lieber auf False, dann ist es schon mal okay. So, dann haben wir die einzelnen Feuerwerks
Körper, wie man das nennen mag. Also was halt droppt und wie man es alles einstellt. Es gibt hier Dye, wird das so ausgesprochen, weiß ich gar nicht. Dann Pumpkin, das heißt Farben. Dann, also nicht wie Color, sondern Farb. Ach, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Auf jeden Fall, dann gibt es Pumpkin, dann die Damage-Funktion und Pumpkin 2. Experience und Snow. Das sind die verschiedenen Möglichkeiten, was man hier einstellen kann, was dann halt in die Luft geht. Und was halt dann droppt. Wie es genau aussieht, das zeige ich euch gleich. Jetzt gehen wir erstmal nochmal hier rein. Ich will mal gucken, ob sich hier der Ordner gebildet hat. Ja, hier auf Nitrado hat sich auch ein Ordner Color Fireworks gebildet. Wenn ihr halt im Webinterface seid, geht ihr hier rein und dann habt ihr auch eure vier Dateien. Und die könnt ihr hier mit diesem Stift immer bearbeiten. Wir waren ja gerade bei Config. Da schauen wir auch rein und ihr seht, hier kann man es auch ganz toll bearbeiten, wie in Notepad++. So, machen wir mal hier weiter. So, dann haben wir hier die Drops, das sind die Anzahl, wie oft diese Farbsachen, sagen wir mal, Drops hier 24 Stück, bei Pumpkins droppen halt 32 Pumpkins, wenn man die Funktion Pumpkin nutzt, wie das geht, zeige ich euch im Ingame. Dann halt hier, Drops sind halt Drops, ist klar, so Sachen wie die kleinen Dinger, die auf dem Boden halt liegen, die ganzen Items, die dann auf dem Boden liegen, das sind Drops. Hier sind Farbdrops und hier sind halt Pumpkin-Drops. Dann kann man hier noch Tiere droppen lassen. Hier sind jetzt noch Spinnen eingestellt. Dann in wie weit rundherum das Ganze verteilt wird. Hier ist auf 4 eingestellt. Und dann wie hoch das Ganze fliegt. Hier ist es auf 2 eingestellt. So, dann kann man hier noch verschiedene Sachen, die Damage ausmachen. Dann kann man hier das Pfeil-Damage machen. Wenn von oben vom Himmel runterfallen auf einen und auf den Kopf, dann gibt es natürlich Damage. Und so ist es, kann man es ja einstellen, dass es auch so ist. Dann gibt es die Tiere, die können natürlich auch Damage bekommen, wenn die von oben... Hier sind alle Tiere halt auf Fels, weil wenn die von oben runterfallen, dann sterben die gleich. Deswegen ist hier alles auf False eingestellt. Ihr könnt auch, wenn ihr es auf True umstellt, dann sterben die Tiere natürlich, wenn die von oben runterfallen. Das gleiche gilt für Hostel. Das sind halt die ganzen Monster. So, Pumpkin 2 hat besondere Drops hier. Das hat eingestellte Drops, also Knochen, Kuchen etc. etc. Da kommt natürlich eine Menge von Himmel runter, das sind über 1000 Sachen. So kann man das natürlich auch einrichten, wenn man bestimmte Drops einstellen will, wenn man nicht nur hier wie beim Pumpkins droppen lassen will, dann sieht das dann so aus. Hier auch Witch, Bats und so weiter, das kann man einstellen noch, das sind dann die Tiere, erstmal sind es die normalen Drops und dann kann man noch die Tiere unten drunter setzen. So, und Potion Effects, keine Ahnung, da kommt halt ein Effekt, wenn man das, wenn das runterkommt, was genau da passiert, weiß ich jetzt noch nicht genau, das habe ich noch nicht richtig gemacht. Und dann gibt es noch den Experience Drops, ist klar, wie viel Experience runterfällt vom Himmel, dann wie hoch es, so wie weit entfernt, naja, verschiedene Einstellungen hier, die verschiedenen Variablen, die man hier so einstellen kann. Genaueres habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber vielleicht könnt ihr bei dem Programmierer im englischen Video nachgucken, ob er was Genaueres erklärt. Ist halt ein bisschen kompliziert das Ganze, aber ich zeige euch jetzt das, was man so auf Anhieb verstehen kann und wie man das selber auch einstellen kann. So, und als nächstes haben wir hier die Custom Fireworks. Das sind die Fireworks, die man selber einrichten kann, für jeden selber. Hier gibt es erstmal als Beispiel Firewalk 1. Dasselbe kann man auch nochmal, indem man einfach das nimmt und mal auch drunter kopiert. Hier auch wieder Damage Block Fails, also dass die Blöcke nicht gerade kaputt gehen. Dann Use ist hier auf Fails, sage ich, auf False eingestellt. Das heißt, diese Firewalk kann nicht benutzt werden. Also wenn ihr müsst das nicht unbedingt alles löschen. Schreibt einfach hier bei Use False rein und schon kann diese Firewalk nicht genutzt werden. Also wir machen aber jetzt True, weil wir das hier ausprobieren wollen. Warte mal, das mache ich lieber bei Dings, weil hier kann ich das jetzt nicht gerade richtig bearbeiten. So. Wo ist es da? Okay. Auf True habe ich ja schon hier. Okay. Dann die Fire Ticks. Dann
Wenn ihr Economy oder sowas nutzt, könnt ihr hier den Preis auch einstellen. Minus 1 bedeutet kostenlos. Dann wie hoch das fliegt. Dann auch eine Message, die erscheinen soll, wenn das nach oben fliegt. Dann welche ID geblockt werden soll. Und dann hier die IDs, die genutzt wird. Also die droppen. Hier ist auf True. Kann man auch force, wenn das nicht droppen soll, wenn ihr mehrere IDs habt. ID 1 ist jetzt Item ID, das ist Stein. Dann unter ID, was das? Achso, das ist, wenn verschiedene Farben hat. Zum Beispiel, wir haben hier eine Wolle und wollen, dass die rote Wolle droppt, dann muss man hier die ID der die ID der roten Wolle nehmen und hier oben halt die ID der Wolle. Also für rot die ID und hier die Wolle. Hier natürlich wie viel. Und hier, ob es aufgehoben werden kann, das ist interessant. Das habe ich jetzt noch nicht getestet mit False. Aber ich glaube, wenn man das auf False einstellt, dass man dann halt die Items, die überall droppen, nicht aufheben kann. Ich muss mal ausprobieren. So, Verzauberung kann man hier noch einstellen. Dann halt wieder, wie hoch groß die Verteilung ist, also 4. Dann kann man auch hier noch Mobs droppen lassen. Warum das jetzt so ist, das müsste eigentlich mehr rüber sein. So müsste eigentlich sein. Naja, okay. Ja, hier ist jetzt der erste Mob, das wäre dann ein, der Mob-Name ist hier ein Schwein und wie viele davon droppen, also nur eins und das benutzt werden ist für alles klar. Experience Orbs kann man hier noch einstellen, 2 Stück, der Inhalt, also Value sind 10 und dann kann man, habe ich selber übernommen, das ist bei euch noch nicht drin, ich zeige euch mal bei Intrado hier, bei euch sieht es so aus. Und dann habe ich aus der Konfiguration das Entity Damage genommen und so drunter gesetzt, weil mir die Schweine dauernd gestorben sind, wenn die runtergefallen sind. Das habe ich dann einfach übernommen aus der normalen Config und habe hier halt eingestellt, dass die Tiere halt nicht sterben. Das kann man auch mit Monstern machen, einfach aus der Config rausnehmen. So, das war's erstmal. Dann haben wir, ja, jo. Drop Party, das sind die Partys. Wenn Partys vom die Sachen vom Himmel fallen, kann man das Ganze wird mit Schildern gemacht. Wie habe ich euch ja im Ingame gezeigt. Hier können wir natürlich, wie weit das verteilt wird und Release Time, also in 4 Sekunden. Dann der Radius für die Nachricht. Also das heißt, nur die können die Nachricht bekommen, die innerhalb von 50 Blöcken um das Schild bei sich befinden. Dann Starting Time, Time halt 60 Sekunden, das zählt dann 60 Sekunden runter, das seht ihr auch im Video, also im Ingame. Und Maximal Time, was das jetzt genau bedeutet, weiß ich jetzt gar nicht, warum Max Time da angegeben werden soll. Okay, dann gibt es halt die Item-IDs, die nicht droppen dürfen. Man kann das auch im Game noch eingeben, aber hier kann man das auch einstellen. Das sind halt die Items, die nicht droppen dürfen. Auch wenn man diese in das Schild reinwirft, die werden auf jeden Fall droppen nicht. So, dann maximal wie viele Items sind 512. Und dann kann man hier noch die Items, die auf jeden Fall rauskommen, wenn das explodiert, einstellen. Alternativ dazu kann man noch sogar noch Items reinwerfen in das Schild. Wie, das habt ihr ja im Ingame dann gesehen. So, Help, Help, Drop Party File. Dann gibt es noch einen Help-File, das könnt ihr dann lesen. Jetzt schauen wir uns noch Economy an. Da habe ich jetzt noch gar nicht reingeguckt, weil ich das nicht selber nicht nutze. Ja, das sind also die Preise für sozusagen die Raketen, die man nutzen will. Hier Experience, Raketen, Snowblock, Pumpkin und Bowl. Hier der Preis, wie viel einen kosten würde, wie hoch die dann fliegt und da hier braucht ihr aber ein anderes Item in die Hand. Wenn ihr den Leuten halt dieses Item in die Hand gibt und die das dann anzünden, dann kostet es entsprechend da. Wenn ich hier eine Feder drin stehen, bei Federn ist es ja kostenlos, habt ihr ja in der Config hin. Bei diesem Teil ist es halt nicht kostenlos und ja, können dann sehen, dass das ist genau das gleiche wie beim anderen auch, nur halt mit Kosten. So. Ja, das war die Konfiguration. Dann gehen wir jetzt nochmal bei BuggyDev und schauen uns die Permissions an. Die Permissions in dem Fall sind Color Fireworks. Gibt es verschiedene. Ich zeige euch nochmal
das hier, wann war das, war jetzt so früh hier. Hier ist eine Auflistung aller einzelnen Permission. Wichtig ist für uns eigentlich nur die Ober-Permission und die Ober-Permission. Die Unter-Permission ist nur, wenn man einzelnen Sachen verbieten will, wie wenn man oder erlauben will, wenn man nur graue Blöcke erlauben will, dann gibt man hier dem User nur die grauen Blöcke. Das gleiche geht bei den Unlimited und Drop-Partys, was die Befehle hier für Drop-Party angeht, also Add, Create, Stop, Unbann und Bann, das sind die Befehle für Drop-Partys. Und Limited und Unlimited, wieso es jetzt zwei verschiedene gibt, ist nicht ganz klar, aber ich zeige euch im Ingame, was das genau heißt. So, wir gehen jetzt mal wieder zurück zu den allgemeinen Permissions, das sind die hier. Und als Admin, als Owner habe ich natürlich diese Permission drin. Für User, die das nutzen können, wenn ihr auf meinen Server drauf wollt, dann mache ich jetzt mal FileZilla. Ich gehe in meinem Fall zu Permissions X rein, gehe in die Permissions JML rein. So, und da haben wir die Permissions für alle User-Gruppen. Und damit ihr das auch ausprobieren könnt, gebe ich euch mal den Gästen hier. Ob das geht. Nee. Apropos, ich muss mal gucken, ob ich das drin lassen kann. All rights are served. Nee, das müsst ihr leider selber installieren. Gut, dann machen wir es so, dann mache ich die Permissions bei Default mal rein. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, weil Modify World blockiert ja eigentlich alles. Aber ist egal, der Server ist jetzt nicht so wichtig, deswegen dürft ihr auch dort bauen. Deswegen mache ich jetzt für Gäste auch Modify World rein. Dann könnt ihr auch ein wenig rumbauen. So, für andere Leute sehr wichtig, ihr müsst es rausnehmen und wieder auf Chat umstellen, weil sonst können eure Default-Gruppen, wenn ihr das bei den Dateien nutzt, bei euch rumbauen, dann müsst ihr das wieder rausnehmen. Beziehungsweise, ja, falls, muss ich halt drauf achten. So, dann kriegt ihr die Rechte zum Ausprobieren für Color Fireworks. So, limited. Das heißt, wenn ihr eine Wolle habt, könnt ihr das probieren. All. So. Unendlich kriegen meine anderen User. Das wären dann die VIPs. Die kriegen jetzt Color Fireworks Unlimited, das heißt, die können unendlich Feuerwerk hochschießen. Da ich ja keine Preise auf dem Server habe, passiert das alles kostenlos. So, und dann gibt es halt noch Redstone Signs, das lasse ich lieber den Admins oder mir machen. Drop Party auch. Economy braucht man nicht. Load auch nicht. Notify Update auch nicht. Ja, das war es eigentlich schon. So wie ich es jetzt eingestellt habe, können die User, wenn ihr auf meinen Server kommt, das Ganze ausprobieren. So, ich mache jetzt bei Member das aber auch nochmal rein, falls ich das bei den User, bei den Gästen wieder rausnehme. Color Fireworks Limited. So. Color Fireworks Limited. Okay. Das Ganze speichere ich und mache einen Reload. So, dann gehe ich auf den Server. Multiplayer. Ein drauf. Habe ich es jetzt hochgeladen? Nee, noch nicht. Shit. Moment. Hier, Server. Ja. Gut, Packs. Dann machen wir jetzt einen Reload. Packs Reload. So, und jetzt haben wir die Permissions geladen. Das heißt, jetzt müsst ihr als Gäste hier auch, wenn ihr eine Wolle hinlegt, auch Feuerwerk machen können. Ihr könnt natürlich auch Feuerwerk machen, indem ihr hier nur die Testknöpfe drückt. Die habe ich für euch extra aufgebaut. Deswegen nehme ich das mit den Gästen jetzt wieder raus. Das war nur ein Beispiel. Ja, dann könnt ihr hier die könnt ihr dann drücken. Ihr könnt das auch abbauen. So ein Scheiß, ey. Ach, wurscht. Dann probiert es lieber auf euren Server aus. Das ist mir jetzt das Risiko doch ein bisschen zu hoch, dass hier irgendwas kaputt gemacht wird. Deswegen nehmen wir das jetzt mal.
raus. Das mit dem Modify World. So. Ob das funktioniert, das lasse ich mal drin. Könnt ihr mal ausprobieren. Lasst euch einen Block. Ich lasse euch mal ein paar bunte Blöcke hin und mal gucken, ob die dann, ob ihr die benutzen könnt oder nicht. Einfach ausprobieren. Hier mache ich einfach mal ein paar Blöcke hin. So. Okay, das Ganze schauen wir uns jetzt noch mehr in-game an, wie das Ganze funktioniert. Das werde ich aber vorziehen. Das ist jetzt das Ende. Das heißt, ich kann mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Tutorial, und ich hoffe, es klappt alles bei euch. Und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst bitte nicht, das Video zu bewerten. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Macht's gut, bis dahin, euer Flikado. Bye, bye.